Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 17. So, wir starten als erstes mal wieder unsere Helfer. Schauen wir mal, was wir heute kriegen. Einen Helfer, okay. Da haben wir den nächsten. So. Ah, da eine Helferin. Nett. Was haben wir noch? Den haben wir gerade frei. Oh, da müssen wir striegeln. Okay. Dann gehen wir mal zu ihm hier zurück. Und hängen den Striegel an. Vorausgesetzt, wir finden ihn. Wo habe ich ihn denn hingestellt? Ach, da unten, genau. Den habe ich ja versehentlich auseinandergeklappt, ich erinnere mich. Dann lassen wir da nämlich gerade nochmal den Striegel drüber und dann können wir nochmal düngen. So. Hoppala. So. Ups. So, fahren wir mal los. Oh, das können wir auch ernten. Okay. Zur Hälfte zumindest. So, dann schauen wir nämlich, dass wir hier das Feld striegeln lassen. Dass das auch erledigt ist. Und dann müssen wir mal langsam anfangen, die Felder zu düngen. So, ich gehe mal gerade mal in die Perspektive. Klappen den mal aus und sehen schon, dass wir viel zu weit so sieht's gut aus. Dann starten wir mal den Helfer. Helferin, Entschuldigung. So, dann können wir nämlich derweil weiter Ballen pressen. So. Die startet nicht, deswegen. So. Dann machen wir das nämlich auch bald erledigt. Weil das Feld muss ja auch noch gepflügt werden. Sind wir gleich schon wieder voll. So, und raus mit den Ballen. Können dann auch nochmal wieder nach unseren Schweinen gucken. Wie es denen eigentlich geht. So, nehmen wir den hier. Und bald wieder voll. Da müsste man echt sehen, dass wir bald mal eine Vierkantpresse kriegen. Dann fällt das Problem zumindest mal weg. So.
Heu müssten wir dann auch nochmal irgendwann machen, dass wir uns nochmal Kühe leisten können. Heu und oder Silo. Und dann kommt 1% noch. So. Und weiter geht's. Und dann haben wir das hier nämlich auch gleich geschafft. Dann können wir die Ballen noch verkaufen. Und dann sind wir fast fertig mit dem Stroh. Dann ist natürlich noch das andere Feld, das wir unten haben. Da gibt es ja auch nochmal wieder Stroh. So, eine letzte Bahn. Hoppala. Ja, da kriegen wir nicht mehr ganz rein. Schade eigentlich. So. Und wir haben fertig. Ups. Hängen geblieben. Na. Na, so weit wollte ich auch nicht. So. Können wir gerade die Ballen noch einsammeln. Hat schon einige ergeben, also ein paar tausend Euro gibt das wieder. Also allein durch das Stroh finanzieren wir, ups, schon die ganzen Helfer. Das ist ja auch nicht verkehrt. Voll. Laden wir noch gerade ab. So, genau. Einmal abladen. So, ich werde jetzt übrigens, bin gerade dran, dass ich die Anzahl der Videos am Tag ein bisschen reduzieren möchte. Das heißt so viel wie, erstmal werde ich Notruf 112 und hier den LS17 quasi dann jeweils nur noch jeden vierten Tag bringen. Also jetzt am Mittwoch kommt dann der LS17, am Freitag Notruf 112 und am Sonntag dann wieder der LS17. Also dann immer so im Wechsel, weil momentan habe ich jeden Tag 4 bis 5 Videos und das wird mir ehrlich gesagt auf Dauer einfach dann doch zu viel und es ist ja nur ein Hobby, es soll ja Spaß machen.
ganz rausstreichen möchte ich weder die eine noch die andere Let's Play-Reihe. Ist wieder voll, laden wir gerade ab. Deswegen reduziere ich einfach die Häufigkeit ein bisschen. So. Oh, falsche Richtung, rückwärts. Also deswegen nicht wundern, wenn am Freitag kein LS17-Video kommt. Es kommt dann halt erst am Sonntag wieder. Muss ja leider neben dem Video machen auch noch ein bisschen arbeiten hin und wieder. Fürs Video erstellen werde ich leider nicht bezahlt. Ist traurig, aber ist leider so. Deswegen fange ich erstmal mit den zwei Let's Play Reihen an, dass ich die von der Frequenz einfach nochmal halbiere und schaue dann mal, wie es so weitergeht. Bringt dann auf jeden Fall schon mal eine deutliche Entlastung. So, den stellen wir mal hier unter. So. Dann können wir einmal gerade gucken, was unsere Schweine eigentlich machen. Wo sind sie denn? Da. Produktivität ist noch gut. Sauberkeit, jo, geht noch. Dann hängen wir gerade mal den Dünger an. Den Düngerstreuer. Weil wir müssen ja das ein oder andere Feld noch düngen. So, wo haben wir den denn abgestellt? Irgendwo hier. Hoffe ich. Da ist er. Aber von der anderen Seite müssen wir ran. So. Wo hängen wir? Blöde Perspektive. So, jetzt geht's besser. So, kommen wir richtig hin. Ich hoffe mal zumindest richtig genug, genau, dass wir anhängen können. Da fehlt noch die Hälfte, der ist fertig. Dann können wir ihn hier düngen lassen. War das nicht gut so, wie ich hingefahren bin? Halt! Falsche Richtung. So. Halt! Irgendwas gefällt ihm nicht. Okay, dann düngen wir mal selber. Wenn er nicht will, dann machen wir es halt von alleine. So.
vermute mal, dass es die falsche Reihenfolge ist. Wir hätten erst düngen müssen und dann... Oder haben wir hier schon gedüngt? Kann natürlich auch sein. Schauen wir gleich mal, wenn wir die Bahn gemacht haben. Dass er hier gar nicht düngen muss. Dass er uns das damit mitteilen will. So, Wachstum? Nein. Bodenbeschaffenheit. Also hat das jetzt nicht registriert, okay. Gut, dann brauchen wir hier offensichtlich gar nicht düngen. Dann lassen wir es auch einfach. Dann machen wir die anderen Felder. Schauen wir mal, ob wir auf dem düngen können, wo wir gerade einsäen. Das sollte ja eigentlich auch funktionieren. Ich hoffe nur, die zwei kommen sich da nicht irgendwie in die Quere. Aber eigentlich sollte der Abstand groß genug sein. Und dann können wir nämlich den Schlepper mit dem Striegel zurückfahren. So, jetzt kannst du aber. Was denn los? Hallo? Die wollen alle nicht. Dann machen wir es halt alleine. So. Weil das habe ich definitiv noch nicht gedüngt. Man sieht jetzt aber auch nicht, dass es gedüngt würde. Verstehe ich gerade nicht. Ist das der falsche Zeitpunkt? Es war früher einfacher, wo es egal war, wann man gedüngt hat. Hauptsache, man hat gedüngt. Ja, das nimmt er nicht. Dann lassen wir es auch. Können wir das hier düngen? Oder müssen wir das vor dem... Grubbern düngen oder nach dem Grubbern. Schauen wir mal, ob er das hier macht. Hier will er. Hier ist er glücklich. Gut. So, klappen wir mal zusammen. Müssen wir da vielleicht noch irgendwie mit Naturdünger drüber, also Gülle oder sowas. Ich glaube aber nicht, dass wir davon genug haben. Ein paar Schweine werden nicht so viel Gülle bringen, dass sich das reicht für das Feld. Das war das Wort, was ich suchte. Den bringen wir mal wieder hier rüber. In der Hoffnung, dass wir ihn diesmal nicht ausklappen. Sondern einfach abstellen. So, dann können wir schon mal den Grubber holen.
Und in der nächsten Folge dann am Mittwoch das Feld drüben anfangen zu grubbern. Wo habe ich den denn abgestellt? Da ist er nicht. Ach, ich glaube, das steht da hinten. Da hinten. Auf geht's. Da ist er. Gefunden. Ein bisschen besser davor fahren wäre von Vorteil, dann können wir nämlich auch anhängen. So. Und damit sage ich dann mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch am Mittwoch wieder mit dabei, wenn wir weiter unsere Felder hier bewirtschaften. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.